Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es sich alles darum drehen, wie wir eine ganz normale Wäschespinne stabil und ordentlich im Boden verankern. Und wie das geht, sehen wir in einer neuen Folge von Log erklärt. Ja, und um unsere Wäschespinne einzupflanzen oder einzusetzen, eher gesagt, verwenden wir hier so eine Kunststoffhülse, die wird zur Wäschespinne mit dazu geliefert. Ist sehr praktisch, da es sich hier um eine drehende Ausführung auch handelt. Und diese werden wir jetzt mal in die Erde einbringen und dafür werden wir jetzt in der Erde ein Loch graben müssen. Und da habe ich jetzt schon mal etwas Rasen abgestochen, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt heißt es natürlich, diese Bodenhülse hier nach unten zu bringen und dementsprechend müssen wir hier auch Erde entfernen. So, und das machen wir jetzt mal hier. Habe ich jetzt schon mal vorher etwas angelockert mit einer kleinen Schaufel und wir müssen da auch dementsprechend etwas tiefer gehen. Und das werden wir jetzt mal tun. Ja, und da schauen wir auch mal mit unserer Hülse in die Tiefe. Und wir müssen die Hülse so einsetzen, dass sie im oberen Teil ein Drittel herausschaut und zu zwei Drittel nach unten im Beton hängt und etwas Beton noch tiefer in der Erde verbleibt. Drum werde ich jetzt mein Loch hier etwas vergrößern und werde das Loch jetzt endgültig fertigstellen. So, als nächstes hatte ich jetzt mein Loch fertiggestellt und habe mir jetzt eine Betonmischung selber hergestellt. Das Einfachste ist natürlich, wenn ihr euch einen Sack Estrichbeton kauft, den mit Wasser ansetzt und ganz einfach einrührt. Also das ist die einfachste Sache. Ich habe jetzt bei mir Kies mit Zement zusammengemischt, habe ich in der Handmischung hergestellt und werde das jetzt hier einfüllen. Erstmal zur Hälfte, so dass unser Loch zur Hälfte gefüllt ist. So, anschließend kann ich jetzt meine Hülse in den Beton einschieben. Die bleibt euch quasi schon fast drin stehen. Je nach Konsistenz des Betons kann man diese Hülse auch noch fixieren mit zwei Stahlstangen oder zwei Holzleisten, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt mal zwei Stäbe hingestellt, aber bei mir bleibt die Hülse von alleine drin stehen und ich werde meinen restlichen Beton jetzt hier auffüllen. Ja, jetzt fülle ich mein ganzes Loch mit weiterem Beton auf, bis es fast an der Oberfläche herauskommt. Und als nächstes fülle ich dann noch etwas groben Split, also bei mir ist das roten Granitsplit, auf und decke damit meinen Beton ab. Das wiederhole ich dann noch in einer feineren Version mit ganz feinem roten Split, so dass mein Beton dann nicht mehr sichtbar ist. Und das Ganze lassen wir anschließend aushärten einen Tag. So, und jetzt einen Tag später ist jetzt unser Beton ausgehärtet und wir sehen unsere Bodenhülse, wie fest sie sitzt und kann eingesetzt werden. Und hier sehen wir auch noch diesen kleinen Split, den ich hier aufgesetzt habe. Und so haben wir hier eine wunderschöne Oberfläche erzielt. Diese Bodenhülse ist auch so konzipiert, dass man diese im Winter abdecken kann, indem man einfach die Bodenhülse verschließen kann, klack, einfach zu, kommt kein Wasser rein und das ist ganz praktisch eben für die kalte Jahreszeit. So, dann machen wir heute gleich mal einen Test, ob die Bodenhülse auch hält, einen Tag später. Wir stecken unsere Wäschespinne hier mal rein und schwuppdiwupp. Stecken wir hier rein und die Wäschespinne steht und
hat sie natürlich etwas Luft durch die Bodenhülse, weil die Bodenhülse nicht ganz straff sitzt, da unsere Wäschespinne drehbar gestaltet ist. Also es gibt so Wäschespinnen, die werden unten fixiert in den quasi Halterungen und da rennt man dann quasi mit der Wäsche um die Wäschespinne. Aber bei uns ist das anders. Unsere Wäschespinne ist drehbar gestaltet, also wir bleiben hier stehen, nehmen die Wäsche, hängen sie auf und drehen die Spinne. Und das ist schon mal der Vorteil von dieser ganzen Geschichte. So, und dann machen wir da einfach mal einen Test, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das so denken. Und dann machen wir mal unsere Wäschespinne auf. So, ziehen wir die einfach auf. Zack. Und schon ist unsere Wäschespinne hier geöffnet. So, und da kann man das wunderbar drehen hier. Und man kann wunderbar hier seine Wäsche aufhängen. Also das ist eine schöne Sache. Man muss nicht immer ringsrum rennen um dieses Teil, denn es gibt auch quasi Hülsen zum Einbetonieren, die dann festgezurrt werden und da ist der Wäscheständer dann quasi immer fixiert und da muss man dann ringsrum rennen und das ist eine nicht schöne Arbeit. Da ich selber auch schon Wäsche aufgehängt habe, weiß ich dieses System hier voll zu schätzen. So, und die Wäschespinne können wir jetzt ganz einfach wieder einfahren. Macht die selbstständig und ihr seht von alleine, wie die Leinen hier drinnen verschwinden. Also das ist eine absolut geile Technik, finde ich auf jeden Fall. Und dabei werden die Leinen auch nicht verschmutzt. Also das kann sich auch so draußen sein und die Leinen sind hier drinnen liegend und bleiben dementsprechend dann auch sauber. Bei der normalen Wäschespinne hängen die Leinen da draußen rum. Leinen immer schmutzig, also vor dem Wäscheaufhängen immer putzen mit dem Lappen. Und das ist eigentlich irgendwie nicht so schön, will ich mal dazu sagen. Und von daher ist dieses Produkt jetzt, denke ich mal, eine schöne Sache. Link natürlich zur Wäschespinne unten in der Videobeschreibung. Wer so einen Teil haben will, stellt sich dort einen Teil. Und von daher, denke ich mal, gibt es hier nicht viel dazu hinzuzufügen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Like nach oben. Und wenn man noch kein Abonnent meines Kanals ist, drückt jetzt rechts unten auf das Abo-Knöpfchen und holt das gerne nach, wenn ihr möchte. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Es wieder heißt Jörg erklärt's.